Nur anstreifen, Rudi, servus, nur anstreifen. Echt? Ja, die anderen haben es auch so gemacht. Abstrafen, aber nicht anstreifen. Den Staubsauger, den kaufen wir noch. Wenn sie einer da hinbringen wollt, können wir das machen. Ja, machen. Der Lügenprophet. Als ich in die Kirche kam, stellten sich die Leute gerade an zum Empfang des kleinen heiligen Brotes. Ich drängte mich vor. Als ich jedoch beim Priester ankam, sagte ich: Ich bin nicht würdig. Der Priester zögerte nicht und stopfte mir die Hostie, man weiß ja, was das ist, in den Mund. Dann war ich im Dom. Ich ging hinein zu den Messdienern und sagte, ich wolle Orgel spielen. Die Messdiener ließen mich am Sitz des Kardinals Platz nehmen und riefen die Rettung. Die Rettungsleute kamen, halfen mir auf die Bahre und führten mich ins große neue Krankenhaus. Ich lag bald oben im Gang einer Station. Die Schwester kam, schaute kurz und ließ mich liegen. Als ich sah, dass sich niemand um mich kümmerte, fuhr ich mit dem Lift hinunter in die Eingangshalle und ich schrie: Dort oben macht man aus den Patienten Schnitzelfleisch. Und von da an wusste ich, meine Aufgabe war es, zu schreien. Die Pfleger hinter mir sagten: Der ist noch zu kräftig. Der Polizist an der Eingangstür ging an mir vorbei und ich an ihm. Ich fuhr heim in meinen Bezirk und in der Nacht begann ich vor mehreren Bordellen zu schreien und auch vor unserem Haus schrie ich: Der Besen kehrt am besten vor der eigenen Tür. Zuletzt suchte ich beim Nadentrödler Arbeit. Da er mich nicht anstellen wollte, begann ich zu betteln und ging nicht aus seinem Geschäft. Er bekam Angst und rief die Polizei. Drehen Sie sich um, sagte der Polizist und führte mich auf die Straße. Auf der Straße legte mir die Politesse die Handschellen an. Wir fuhren in die Nervenheilanstalt. Man fragte mich dort, wie ich heiße. Ich wusste es aber nicht. Gefällt dir da in dem Büdel da, gell? Fisch mit Tiere, super. Das mit dem Schreiben hat sich parallel zu den Bildheften entwickelt. Da habe ich immer einen Text dazu gebraucht, jetzt habe ich was dazu geschrieben. Und so ist, ich gehe auch in eine Schreibwerkstatt bei Promente, dieser Vereinigung für psychisch Kranke. Das heißt, Schreibwerkstatt heißt es nicht, aber es ist sowas. Und da habe ich sehr viel gelernt und dort habe ich mein erstes Gedicht geschrieben. Und das möchte ich jetzt aufsagen. Der Hahn. Wie geht's weiter? Der Hahn. Federn lassen, Frauen hassen. Hahn am Mist, zornig bist. Hühnerstall, Nachtigall, oh pardon, das war jetzt kein Hahn. Das war's. Bits und Bytes. Da brechen sie jetzt aus dir. Ja. Mhm. Wer Ostern ist, ne? Ja, wer Ostern ist. Ja, genau. Exaktes Teil. Ich bin Quack gehört. Der zischt da raus. Bist du narrisch?
Und da sind die anderen. Ich habe schon mit 4 Jahren meine erste Zeichnung gemacht. Und das war, da habe ich bei einem 15-jährigen bekannten Schüler gesehen, wie der ein Heldengrab gezeichnet hat. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich mit 4 Jahren ein Kreuz zeichnet habe. Und da hat das Dienstmädchen gesagt, halt sein Papa, der Erich hat mit 4 Jahren was gezeichnet. Und der Vater ist gekommen und der Lehrer hat gesagt, ein Kreuz. Und das schaut sonst wie hinten aus, es soll aber dieselben sein. Ach, da. Die Naturskulptur oder was ist das? Eicheln sind das. Eicheln, Wahnsinn. Ja. Und das ist Konradsheim. Geboren am 14.04.1952 in Ruprechtshofen, Niederösterreich, Bezirk Melk. Dann Matura in Weidhofen an der Ips, Niederösterreich. Dann Aktzeichnen und darstellende Geometrie auf der Technik bei den Architekten. Zusätzlich Aktzeichnen beim Professor Frohner, der schon verstorben ist, Anfang der 70er Jahre. Dann 1978 die erste Ausstellung in der Alten Schmiede. Daraufhin Ausstellungen in Wien und Niederösterreich in ungefähr 2-jährigen Abständen. Da im Sturzflug. Eins noch. Und einer geht zur Seite. Und erwischt im Bauch einen Fisch, ja, von dem er Bauch wegkriegt. Aha. In letzter Zeit mache ich weniger Ausstellungen, dafür mache ich mehr Mailart, das heißt Postkunst. Da verschicke ich an ausländische Adressaten eine Art Bildergeschichten und einzelne Zeichnungen. Und ich kriege auch immer wieder Einladungen mitzumachen. Das ist so. Das habe ich für einen Japaner gemacht. Der hat voriges Jahr geheiratet und hat ihn heuer bekannt gegeben. Okay. Und der schaut immer das Thema aus, der Urknall. Ja. Und ich habe ihm das Zeichen, der Urknall, erste Liebe. Das ist nett, ne? Das hat er so bunt, so Wahnsinn, ja. Ja. Das hat er eben nur schwarz-weiß. Aha, machen können. Aber ich habe sie am Bund geschickt. Das ist super. Das ist so wie die Hippie-Zeit und so weiter. Ja, das genau. Rein, ne? Das ist schön, ne? Nicht der Retter, der hält so ein paar Kinder und unten hält er um die Hand an, der Schönen. Das ist der. Der Bella schaut Bello. Da der Bello. Dann retten sie wieder nach zum nächsten Haus. Ja. Zu ihrem Haus oder so, so wie das bei uns üblich ist, oder zum Gasthaus. Ja. Dann gehen sie ins Hochzeitsmahl. Genau, da haben sie gescheit. Ja. Und zum Schluss sind sie durch das Hochzeitstor, das gibt es auch bei uns. Ja, schon her. So eine schöne Hochzeitsgeschichte hast du geschrieben. Ja, Freitag, ja. Das ist klar, ja, das ist ja nett, ich meine. Aber das ist ja. Da bin ich 4, 5 Jahre alt. Da hat mir die Mutter so wie ein Marschall in die Haare gebunden. Also das Marschall hast du nicht gekriegt, die anderen zwei nicht? Nein. Wirklich? Ja. Das haben sie mir verpasst, die Gemeinden. Aber das passiert nicht nur mir. Nein, das ist so. Ich habe gesehen, ein Kind von einem Maler haben sie ein Kleiderl angezogen und einen
berühmten Wiener Büchler haben es auch klar Wahnsinn. Ja, ja, klar. Ja. Das sind die drei Brüder, wie sie es jetzt ausschauen. Und dann gibt es eins, wo man als Kind das so. Ja, jetzt halt. Als Kinder die drei Brüder. Und der da bin ich. Der Mittlere? Nein, das ist der Jüngste. Ich bin der da. Da haben sie den Kopierer noch nicht gehabt, mit dem man die Kasterl wegkopieren kann. Aber das kann man? Ja. Der hilft mir jetzt sehr. Ja. Weil viele von meinen Geschichten haben eigentlich Kasterl, weißt du? Ist ein bisschen Unterstützung, oder? Na schau, bei dem Rahmen zum Beispiel, ja. Oder bei der Schrift, ja. Oder da. Genau. Das sind alles Erleichterungen, wenn es Kasterl hat. Genau. Und wie machst du die Entscheidung, wie machst du das schwarz lässt oder Nachgefühl. Nachgefühl. Ich habe drei Tage nicht geschlafen und dann habe ich Kopf gekriegt, dass ich zu meinem Vater gesagt habe, hol mir Medikamente, mir tut der Kopf so weh. Und der hat gesagt, was ist denn, was hast du denn, so, warum bist du denn so auf? Mhm. Und dann seitdem war es. Tja, das weiß ich nicht. Einsamkeit. Aber ich bin drauf gekommen, es hätte noch was Besseres gegeben. Silence. Das ist Schweigen, ja. Aber besser gewesen. Aha. Ist meine Meinung jetzt. Mhm. Silence is better than. Ja. Na, es gibt nämlich den Buchtitel 100 Jahre Einsamkeit. Ja. Nicht nur Solitude. Mhm. Einsamkeit und Silence. Gibt's Silence alles. Ist sehr Ruhe und Schweigen, so meine ich. Ja. Nicht, und dann habe ich immer wieder gefürchtet, dass ich wieder Kopf gekriegt und habe Prüfung genommen. Aha. So einfach lässt sich das erklären. Und dann war ich auch immer wieder desorientiert, dement, sagt man, verwirrt, mhm. Wie alte Leute manchmal. Mhm. So. Das ist dann dazugekommen. Mhm. Da weiß ich nicht, warum das dazugekommen ist. Mhm. Aha. Und ich habe dich dann wieder getroffen, weißt du, Zeichnungen gehabt hast, die super. Pflasterstein. Genau, der Pflasterstein. Der hat damals gemacht die Ilse Tassler und ja. Der Otto Graner. Und diese Tassler ist ja jetzt Ilse Kedig schon völlig im Wohnzimmer. Ja. Und damals habe ich eben da bei einer in der Wohnung gesehen, eine Zeit, und da habe ich wieder geschaut, wo du hast. Ja, genau. Da habe ich geguckt, dann haben wir miteinander den Rupert Sochen ja gemacht, Ausstellung ja. Und so. Ne? Der Erwin hat ja. Da gespielt, der Erwin Prost. Ja. Du hast Ausstellung gehabt, die ich gelesen. Ja. Das war dann auch so. Und dann hätten wir in Wien einmal eine Ausstellung gehabt, mit ihr im Post, die habe ich versammelt. Genau. Weil da bist du nicht gekommen, haben wir ja. Gewartet auf dich. Ne? Ja, da habe ich keine Unterkunft gehabt, gar nichts. Das war eine Phase, das habt ihr ja gar nicht so richtig mitgekriegt. Ja. Da habe ich dann bei allen möglichen Leuten Unterkunft gesucht und so. Mhm. Und dann habe mir dann mitleidigerweise auch Geld gegeben zum Heimfahren. Ja. Das war meine Rettung. Ja. Heim hast du außer Niederösterreich. Niederösterreich, ja. Zu meiner Mutter, die hat mich ernährt und hat mir. Hat schon alles nicht. Das sind die Gespenster, von denen ich in Therapeuten auf mich erzähle. Und da ist auf die Idee gekommen, dass wir rausgingen in die frische Luft. Ja. Und das ist wirklich gut, da komme ich mit nichts raus. Aha, und das sind die Gespenster. Ja, das da bist du Baumbad oder so, das hat eine Tradition, sowas. Mhm. Die Natur so, wie soll man sagen, beleben, Animismus. Ja. Da hat alles ein Gesicht und alles fierst und hin. Ja, die Wolken und alles. Ja. Das ist ja offensichtlich. Ja. Ja. Das heißt, der Winter ist aus. Und es ist so mit der Kapuze wie ein Eskimo, so ähnlich wie ein Schamane oder so. Und das ist ein Kapön, die symbolisiert einen Kraftort. Und da in der Wiesn
der Prinz scheinbar. Das kann der Eskimos bewirten. Das ist ein wachsames Auge und das sind nur zwei Augen dazu. Das, die Wolken könnten auch Tiere sein, so Krafttiere, sind aber auch Wolken. Die sind einmal Frauen zu abwechseln, Mädchen, mit einem Kapuzen. Das sind Kindergärtnerinnen und das ist der Kindergarten. Und das ist der Schwimmraffen auf einer Säule. Und das ist der böse Bello, der keine Zent hat. Du, da hinten sind wieder so Skulpturen, gell? So Architektur, oder? Ja, das ist. Was man bauen könnte, eigentlich, ne? Ja. Oder? Ja, nein, ich bin ja der Meinung, dass das gebaut werden soll. Ja, seitdem ja. Der Jahrhundertwasser so viel gebaut hat. Ja, genau. Ja. Da kommt eine Erinnerung an das spanische Sahara. Da habe ich eine Autostoppreise gemacht und da war damals schon ein Krieg. Da sind die zwei mit der Panzerfaust. Das ist der Kaktus und das ist ein Tempel oder so. Das habe ich, das ist ein Fantasiegebäude. Ja. Ja. Und da habe ich in einem Garten in St. Leonhard einen gesehen, der hat einen Scheiterhaufen so auftürmt gehabt, so wie die Türme sind. Mhm. Ein Scheiterhaufen. Und genau. So einen Turm hat der Jean Nouvel, ein Franzos, in London gebaut. Riesengroß, aber mit Stroh und Glas. Mhm. Die Zigarre, oder? Genau. Und meiner war aber aus Ziegel und kleiner. Und das ist es. Und das ist nachempfunden ein Kloster in Russland. Das heißt Fratres. Das ist leider, ja. Fratres. Es gibt aber auch in der Türkei so Felsennischen für die Urchristen. Mhm. Ich weiß, es wird immer auf der Fremdenverkehrswerbung und bei Fremdenverkehrswerbungen wird es immer abgebildet. Die schauen von mir so Türme und so Löcher. Ja. Meistens aufgepasst und dann ausgezogen, meistens auch mit schwarzer Dusch, das schwarze Linie, und dann angemalt mit Acryl. Ja. Und hat eh nur zwei Farben, orange und gelb. Mhm. Ja, das ist manchmal mehr, als wenn ich viele Farben verwendet hätte. Mhm. Schaut es bunter aus, manche. Ja. Oh. Was gibt es ganz selten bei mir, was der Natur nachempfunden ist. Mhm. Das ist wieder einen speziellen Rahmen da. Ja, genau. Wieder der Wienerwald. Mhm. Das sieht aus wie Birken. Ja. So kann ich gehen. Passt schon. Und du sagst nach vorgehen umdrehen. Der kleine Butter.